Progo TV präsentiert die erste Begegnung der Best-of-Three-Serie zwischen SV Bayer Uerdingen und SG W98 Waspo Hannover. Im Fokus der Partie stehen Bayers Center-Verteidiger Tim Woltan und Hannovers Center Ilja Immermann, sowie die Torhüter der beiden Mannschaften Bayers Tobias Schweihoff und Hannovers Nummer 1 Roger Kong. Mannschaftsaufstellungen. Die Partie beginnt. Nach 80 Sekunden fällt das erste Tor. Robert Glüder bringt Uerdingen 1:0 in Führung. Benz Todd gleicht aus zum 1:1. 6 Sekunden vor Ende des ersten Viertels bringt Hannovers Amerikaner Cole Bitter die Niedersachsen in Führung. Der Ball läuft gut bei Bayer, schön über 1 abgeschossen in die kurze Ecke rein. Bartek Luzak gleicht damit wieder aus. Konter für Hannover, starkes Anspiel, Querpass auf Benz Todd und der zieht ab. Durch dieses starke Rückhandtor von Milos Sekulic kommt Bayer wieder ran. Der Ball läuft gut hinten rum und Alexander Schwarz bringt Hannover erneut in Führung. 3:4. Paul Bitter setzt für Waspo noch einen drauf und erhöht zum 3:5. Anspiel und ein Torwartfehler. Nun liefert uns Bayers Centerverteidiger die Tim Woltan Show und glänzt mit einem Hattrick. Der dritte Treffer ist ein 5-Meter. Woltan verwandelt eiskalt und dreht das Spiel. Nun ist Bayer wieder einen Zähler vorne. Doch auch Ingo Pickert lässt sich nicht lumpen und netzt ein zum 6:6. Und knapp 30 Sekunden später zur erneuten Führung für Waspo. Konterchance für Immermann. Er nutzt sie eiskalt, 6:8. Der 2-Tore-Abstand ist wiederhergestellt. Und erneut Tim Woltan mit dem Anschlusstreffer für Bayer Uerdingen. Im letzten Viertel verlädt Jake Vincent Roger Kong. 8:8 Ausgleich. Bayer schläft, Benz Todd verwandelt zum 8:9. Tobias Schweinhoff hat keine Chance. Dem erfahrenen Roger Kong rutscht hier das Ding durch die Arme. Ärgerlicher Torwartfehler zum Schluss. Robert Glüder zum 9:9 und erneut Jake Vincent zum 10:9. Damit sichert sich Bayer die 1:0-Führung in der Best-of-Three-Serie um die Bronzemedaille der DWL der Herren. Spieler des Tages ist die Nummer 7 von SV Bayer Uerdingen, Tim Woltan, der Gamebreaker des dritten Viertels mit 4 Toren in Folge. Wir danken den Vereinen für ihre Unterstützung bei der Realisation dieses Videos. Dieses Video wurde produziert von Rogo TV, Musik von Soundtaxi.